Soll ich das da zum Brennen kriegen und dann soll ich es filtern oder wie? Ich soll das da, warte mal. Nachdem ich die Zutaten zermahlen habe, kann ich den Brei reinfüllen. Okay. Aha, okay. Ist drin und jetzt da drauf. Ich muss die Kohle herunternehmen. Ja, dann nimm doch die Zange. Alles muss man hier selber machen. Unfassbar. So, hier drauf da. Blubber die Blubber. Koche die Substanz, lass sie dann verdunsten. Okay, es dunstet. Ist das jetzt fertig? Ja gut, das Feuer ist aus. Ach so, nee, nee, ich soll, warte mal, das hier, ne? Damit kann ich das Pulver sieben. Alles klar, darüber. Okay. Alles klar, wir haben's. Schlafpulver, alles klar, ich verstehe. Kommen wir nochmal zu dem Kaffeeproblem zurück. Ich habe ja immer noch keine Tasse. Ich habe keine Tasse. Haben wir hier eine Tasse? Nee, das ist ja nur das Bild wieder. Ja. Da brauche ich meine Dinger noch. Da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht mehr rein. Also ich glaube, die Tasse werde ich hier nicht finden, vermutlich. Man weiß es aber nicht, okay. Und hier? Da ist doch eine Tasse. Wieso kann ich die nicht haben? Okay. Ja, warte, geh nochmal hoch. Was mit denen hier? Auch nicht. Mit denen auch nicht. Haben wir hier noch irgendwie... I can't help you until you procure me a Praetorian uniform. Ja, ja, du mich auch. Du hilfst mir irgendwie hier gar nicht, stelle ich fest. Aber das habe ich ja in der letzten Aufnahme schon festgestellt. Hm. Kajüte. Ach komm schon, Leute, hier muss doch irgendwo eine Tasse sein. Ja, du willst nur die... Oh, wie es guckt. Du willst nur die Dublonen. Kabine. Da. War hier auch noch was? Nee. Bemöbelt, okay. Vielleicht finden wir... Ach, guck mal, hier finden wir unser Porzellan. Ja, wunderbar, das ist cool. Ich klicke mal drauf, alles was nach Porzellan aussieht. Das sollte ja relativ schnell gehen. Alle guten Dinge sind vier, ja. Ich brauche noch drei Teile. Okay, nehme ich das. Das nicht... Nehme das noch mit. Und ich nehme das noch mit. Und wir haben eine Tasse. Perfekt. Geduldig wie ein Engel. Jawohl. So. Kajüte. Kerker. Vorratskammer. Pumpenmüse. Kaffee kochen. Okay, gib mir mal die Tasse. Perfekt. Haben wir es denn jetzt hier? Muss ich jetzt erst... ja gut, das ist unser... ist unsere Kaffeegeschichte. Dann nehme ich erstmal das Pulver da rein. Wasser drauf. Der Kaffee ist fertig, aber wenn er wirken soll, muss ich noch etwas Besonderes hineingeben. Jawohl. Schlafmittel. Ja, nicht schlecht, ne? Ich habe die Tasse ganz ohne Sekundenkleber. Und hält wie nur was. So, genau. Kaffee mit Schlafmittel. Alles klar. Dann können wir jetzt hier rüber. So, mein Freund, hat ein bisschen gedauert. Bitte schön, Mahlzeit, eine gute Nacht. Eine fordernde Wache. Werde die Wache los abgeschlossen. Okay. Ach, und hier steht die Kutsche. Ich verstehe. Dann gucken wir mal. Praetorians, prepare for the onslaught. I'll meet you at the embankment after I deal with the siren and call the Kraken.
So, Schlückchen getrunken. So. Haben wir schon wieder ein neues Bild. Das ist ja der Wahnsinn hier. Unterkünfte. Kraken. Gefunden. Selbstständig. haben wir noch irgendwo Papagei oder Seepferdchen oder irgendwas? Ja, danke. Ich habe den Kraken selbstständig gefunden. Okay, was brauchen wir hier? Der Gepäckraum der Kutsche ist mit dem Insignie des Bürgermeisters verziert, doch die Hälfte davon fehlt. Natürlich fehlt was. Was habe ich denn jetzt eigentlich immer noch? Das Harz, die Harpune, die Dublonen, den Dolch, okay. Also gar nichts. Jene Prätorianer blieben zurück, um den Bürgermeister zu beschützen. Ich darf auf keinen Fall ihre Aufmerksamkeit erregen. Ach, das Elend auch noch. So, was haben wir hier? Ich komme nicht an die Tür heran, solange die zwei Wachen dort rumstehen. Ich könnte sie mit der Harpune... Okay, kann ich nicht. Ich kann sie nicht abschießen. Gut, da kann ich nicht durch. Unterkünfte. Ja, dann bleibt mir ja nicht so viel, oder? Das Ding hier habe ich nicht. Kombüse geht's zurück. Da komme ich nicht hin. Ja, Stream Delay, ich weiß. Aber hey, ich habe mal eigenständig sofort was gefunden. Immerhin. Okay, wir gucken in den Unterkünften. Ja, super, da liegt einer und pennt. Das ist der Prätorianer, den ich zum Schlafen gebracht habe. Ach, der hat es noch bis ins Bett geschafft? Sein Ding. Das Weib hat es dir aber gezeigt, was? Aber ich sollte trotzdem leise sein. Ah, hier, wir klauen dem die Klamotten. Jawohl. Wie, wo, was, Kraken? Schon wieder, wo ist Kraken? Was? Auf dem Schild links. Ach, da. Ey, wir kriegen alle zusammen. Ich merke schon. Nicht schlecht. So, jetzt klauen wir an dem erstmal die Klamotten hier. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir hier? Im Truhendeckel fehlt ein Plättchen. Achso, dieses ganze Ding hier oder was? Okay. Kann ich dieses Teil hier haben? Dieses Ding hier, dieses riesige, das hätte ich gern. Was haben wir hier? Fischis. Fischis. Das ist ein Hundehalsband mit einer Fischdublone. Murray, du Teufel. Okay, dann nehme ich an, sind das Piranhas. Dann kann ich da nicht einfach reingrapschen. Kann ich da rausfischen? Mit der Harpune würde ich das jetzt rausfischen. Okay. Dann könnte ich die töten. Ich kann nicht. Schade. Ist doch gar nicht wahr. Ich würde mir mit der Harpune gar nicht wehtun. Stimmt doch gar nicht. Meinst du das hier? Das ist ein Seepferd, das stimmt. Aber leider kann es zum Sammeln. Aber guck mal, ich glaube, das ist unser Auge. Genau so ein Auge habe ich schon mal gesehen. Mit etwas Scharfen kann ich es heraushebeln. Und gib mir mal den Dolch hier. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich den Dolch benutzen kann. Ja, kein Sammelseepferd, aber immerhin eins mit Auge. Okay. Könnten wir zurückgehen? Was fehlt hier? Achso, das Plättchen. Ja, ja. Okay, ich habe seine Klamotten. Damit können wir dem Kerl ausstatten. Und wir haben das Auge. Und? Sonst nichts. Okay. Dann gehen wir zurück. Also diese Dinger. Was? Auge. Auge und Klamotten. Ja, ja. Ich schaff das. Erstmal das Auge. Auge, Auge, Auge. Ach, guck mal. Aber da, da, guck doch mal, da war doch noch eine Kette drin. So, Uniform kriegst du gleich. Hier ist ein Wimmelbild. Das finde ich spannender. Verlorenes Insignie. Müsste das nicht heißen, verlorene Insignie? Oder bin ich jetzt falsch? Naja. Wäscheklammer, Sträflingsmütze. Okay, nehme ich mit.
Mit der Bürste können wir irgendwas machen, schätzungsweise an der Säge, die wir finden sollen, die ich jetzt aber gerade nicht sehe. Was ist hier? Ach nee, okay, doch. Ja, da ist die Säge. Alles klar, hier. Mach sauber. Rost runter und Säge eingepackt. Wunderbar. Dann brauchen wir Trichter und Fackel. Fackel hier. Trichter da. Peitsche, die habe ich doch vorhin gesehen. Immer hier. Schlinge und Schlange. Schlinge und Schlange. Schlinge hier. Schlange sehe ich gerade noch nicht. Aber hey, finden wir schon. Schlüsselbund, Hängegewicht. Ich dachte jetzt, das hier wäre ein Hängegewicht. Ist es aber nicht. Ja. Ja. Wäscheklammer. Ja. Verlorenes Insignia. Ach, hier ist die Schlange. Okay. Sag ich ja, wir finden sie. Hängegewicht Brandeisen. Ach, das hier. Alles klar. Brandeisen. Hängegewicht Schlüsselbund Insignia. Ja. Ein Hängegewicht. Ach, das Ding hier, ne? Ja, ja, alles klar. Schlüsselbund Insignia. Ja. Hier, Schlüssel. Und die Insignia, von der ich gerade keine Ahnung so recht habe, wie die aussehen könnte. Noch nicht einmal ansatzweise. Eine Insignia. Das ist irgendeine Kugel. Ach, das hier? Ja, okay. Haps. Das ist die, wo da, wo an die Dings da oben. Oh Gott, ey. Die, wo da, wo. So, willst du mal hier deine Klamotte oder wollen wir erst mit der Insignia? Ich guck erst mit der Insignia. Ach, Menno. Ja, es ist nicht einfach. Hier, ne? Okay. Huh? It changed. It changed. Naja. Was bedeutet das jetzt? 11. Huh? Was? Beobachte das Insignia des Bürgermeisters und wähle alle sich verändernden Teile aus. Warum stand das da eben nicht? Jetzt habe ich blöde gedrückt. Was soll ich machen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Irgendwas hat sich jetzt verändert, ja. Aber ich habe nicht aufgepasst, weil ich darauf gewartet habe, dass hier unten mir gesagt wird, was ich tun soll. Ja, super. Jetzt blinkert hier, ja. Es blinkert jetzt hier irgendwie auf, ne? Hä? Da hat es doch eben... Ach, da an der Ecke. Ich raff das Rätsel, aber... Ich raff gerade nicht, was das Spiel jetzt hier mit mir treibt. Okay, wir spielen natürlich auf leicht. Das zeigt es mir jetzt hier an. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Wenn ich das denn jetzt gerade überhaupt richtig mache hier. Das ist ja die nächste Frage. Jetzt gucke ich nur noch nach dem Blinken hier. Aber jetzt sehe ich gar nichts mehr blinken. Ach doch, hier. Da blinkt es. Wenn man mit zwei Augen versucht, das ganze Bild zu fixieren, sieht man es gleich. Ja. Nicht klar, war das jetzt richtig? Nee, es war falsch, oder? Nee, es war richtig! Okay, was haben wir hier? Was auch immer das ist, werde ich gleich gucken. Und wenn die Sirene nicht wäre, hätte ich das Schiff Albatros oder wie immer es heißt... Und seine Besatzung und Passagiere bereits komplett zerstört. Aber dieser Spaß muss noch warten. Zuerst einmal werde ich Calliope in ihre neue Wasserzelle in meinem Gemach sperren, okay, und befragen. Irgendwer hat ihr geholfen. Danach werde ich den Kraken herbeirufen. Ja, das Rätsel war tatsächlich ein bisschen merkwürdig gerade. Weil wir spielen zwar auf leicht,
Aber ohne das Geblinkere jetzt eben hätte ich das so gar nicht gesehen, was sich wo verändert hat. Ich habe es nur durch das Geblinkere gesehen. Und das fand ich jetzt irgendwie komisch. Aber okay. Okay, muss ja nicht jedes Rätsel verstehen. Ich wollte dem Kerl die Klamotte geben noch, ne? Machen wir das mal. Hier, Uniform. Thanks for the uniform. You're really quite resourceful. Must be the curator in you. Now I can blend in with the Praetorians. I'll try to lead them astray and clear you a path to the tower. Meet me by the yard. I'll do my best to help you. Sieht ja ganz toll aus. Schwupp, weg ist er. So, Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar. Okay. Fahrstuhlemblem? Ach so, warte. Ja, ja, Fahrstuhlemblem. Ja, renn du mal als vor. Ich hätte gerne hier diesen vierten Holzkorb. okay. Das war hier, ne? Fahrstuhlemblem wahrscheinlich, nehme ich an, aber da kommen wir ja noch nicht hin. Aber okay, er wird da jetzt hoffentlich mal tätig werden hier. Are you ready? I'll take care of those two. Ja, mach ihn. Hau sie um. Ja, das kann natürlich sein, dass er nur eine neue Klamotte haben wollte. Aber hey, er hat das jetzt mal ausnahmsweise ganz schön gemacht. Er hat jetzt wirklich mal geholfen hier. That went well, but we still have to find Calliope and stop Murray before he commands the Kraken to destroy the ship. I'll go to the embankment to try to delay preparations and keep an eye on the Praetorians. They're less likely to recognize me since I'm in uniform. In the meantime, search the upper floors of the lighthouse for Calliope. If you can free her, then she will surely find some way to contain the Kraken. Good luck. Ja, ich werde hier alles durchsuchen. Wie immer. Wie immer. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Ich denke doch mal, da muss jetzt unser Symbol irgendwie rein oder so, ne? Die Verzierungen lassen darauf schließen, dass dies die Tür zur Schatzkammer ist. Abgeschlossen. Was sonst? Natürlich ist die abgeschlossen. Und? Und? Eine Königskrone. Hinter der Tür muss etwas sehr Wertvolles zu finden sein. Kann ich denn hier jetzt hier mit meinem Fahrstuhlemblem gar nichts machen? Das ist ja blöd. Ich hätte schwören können, das wäre dafür. Okay, da geht's zur Stallklemme. Ach, hier ist noch was. Ich verstehe. Der Mechanismus wird wohl mit einer Klingel gestartet. Ja, klingel doch mal. Ding dong. Okay, kann ich hier mein Symbol? Ja, alles klar. Ach, das ist eine Klingel. Okay. Ding dong. Das ist ein Fahrstuhl. Okay, ich verstehe. Dann gehen wir da mal rein. Tell me, Calliope, what did you think would happen if you escaped? I have your deposit in my chest. That means I have all your power. Don't you have anything to say? Speak now. I can wait here all day. Ja, die Frau hat einen Mund voll Wasser. Was soll die schon sagen dazu, ne? Okay. Jetzt können wir uns alles nur angucken. Calliope, ich habe sie endlich gefunden. Yes. Aber ich muss den Bürgermeister loswerden, bevor er mich los wird. Hier haben wir einen Schlüssel. Der wird erstmal weggegrabbelt. Ja, ich habe Calliope gefunden. Kann ich mir hier sonst nicht irgendwas noch angucken? Nein, ich kriege immer... Ich kriege immer dieselbe Meldung. Hier, nimm doch mal die Harpune. Ach, komm schon. Er steht doch so günstig. Es wäre zu einfach, ne? Ich weiß. Aber wir haben einen Schlüssel
Und wir werden ihn benutzen, im Zweifelsfall hier. Jawohl. Mach auf. Komm, mach auf. So, und da haben wir ein Wimmelbild. Oh weia, und einen Haufen Vogelviecher. Und wir, was haben wir? Was wird denn das hier? Ach, Flamingo-Teil. Flamingo, nee, ein Spazierstock und ein Flügel. Flamingo. Wie wär's hiermit? Der Deckel mit dem Flamingo ist in seine Einzelteile zerfallen. Ach so. Okay, hier haben wir noch eine Truhe. Ja, ohne den richtigen Schlüssel komme ich nicht an den Inhalt. Wie soll's auch anders sein? Ja, guck mal, was ist denn das hier für ein Teil? Das passt doch da rein, oder? Ah, ich verstehe. Hier, Einzelteile. Ah, okay. Er setzt es selber in die richtige Positur. Was ist das? Eine Eule ohne Flügel. Das wäre mir neu. Bestimmt wurden sie nur verlegt. Aha. Was ist das hier? Dieses Schloss ist so klein, dass man hier bestimmt nur mit einem Dietrich weiterkommt. Den wir natürlich nicht haben. Wie auch. Also dieses Bild überfordert mich gerade insofern, wir sollen da unten Flamingo zusammensetzen. Das ist, und hier sind aber so viele Kleinigkeiten, die man noch sehen kann. Wenn ich den Schlüssel haben will, muss ich die Falle deaktivieren. Okay. Also ich muss jetzt erstmal hier die Einzelteile finden, oder wie jetzt, oder was? Hier, dann gib mir doch das mal. Hä? Ich muss jetzt da Teile reinlegen? Und hier? Nee. Mach doch das mal da rein. Ach so. Okay. Ah, okay. Ja, aber jetzt ist doch der Flamingo fährt. Ah. Ich verstehe. Gib mir den Flügel, ey. Ah, ich kann die hier zwischenlagern. Ich kann sie aber auch direkt dahin machen, wo sie hingehören. Okay, ja, ja. Ich habe es verstanden. Ich brauche diesen besagten Schlüssel da, oder nicht? Kann ich da mit dem Spazierstock? Hier. Seht ihr mal. Kann ich. So, dann hatten wir die olle Eule, ne? Oh, ne, hier ist ein Hebel. Oh Gott, ey. Ereignisse überschlagen sich. Was ist das? Ein Trophäenschild ohne Trophäe. Okay. Müssen wir finden. Was brauche ich jetzt noch? Ich kann die Papageien angrabbeln. Was hast du zu sagen? Dieser Papagei bewacht irgendwas. Vielleicht lässt er mich heran, wenn ich ihm einen Cracker gebe. Ihr spinnt doch alle. Hier ist doch... Da? Nee, da komme ich nicht mehr rein. Ich dachte, da leuchtet was. Was ist denn mit dem Papagei? Ist das doof. Ja, okay, jetzt haben wir alle Papageien einmal angekrapscht. Ich brauche aber doch noch... Ja, der bewacht irgendwas. Wo kriege ich denn einen Cracker her? Da brauchte ich irgendwas Dietrich-mäßiges. Aber ich habe einen Schlüssel. Kann ich den nicht nehmen? Der will echt einen Dietrich. Ich hatte doch mal Eule ohne Flügel. Einen Flügel habe ich doch. Ja, ich brauche den zweiten. Was wird das hier? Eine Trophäe. Da ist auch noch ein Fisch irgendwie dahinter, ohne, oder? Ja. Die andere Truhe. Ach, die. Dankeschön. Danke. So viele Truhen, so viele Schlüssel hier im Moment. Ich steige hier nicht mehr durch. Da, zweiter Flügel. Nein, da war doch noch mehr drin. Okay, aber zweiter Flügel, okay. Okay. Hallo? Aha, Luke auf. Ah, Trophäe. Oh Mann, ey. So, die Trophäe kommt nach hier.